Ja, genau, der hier, der hat ein Video gemacht, Elia79, warum Alpha Kevin? Hat übrigens 45% Like gerade. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Jo Leute, was geht? Willkommen Oh in einem mein neuen Video von Gott. mir. Heute will ich mal Hey, ist das Justin Playback? Das ist doch Justin Playback höchstpersönlich, oder? was berichten, Leute, über Alpha Kevin. Ja, ich würde mal sagen, Leute, droppt mir erstmal ein Like und ein Abo da, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Runde rein, dann reden wir weiter, Leute. Ich würde mal sagen, Leute, let's go. Ganz wichtig, was ich noch sagen wollte. Alpha Kevin ist in die Beschreibung, verlinkt natürlich. Und ja. Wie gesagt, was ich berichten Wow. wollte, Leute, ist es, dass Cytrix ist auch verlinkt und Funkel auch. Alpha Kevin in seine Livestreams, also ich finde, also das ist ganz normal, Leute. Ja, seine Livestreams sind okay, aber ich finde, dass der zu viele Videos gegen andere Leute macht oder über andere Leute zu viel redet, so wie jetzt Cytrex, Justin Playback und andere YouTuber, die findet ihr auch in die Beschreibung, Leute, natürlich. Und ja, wie gesagt, Leute, ich war vorhin auch in seinem Stream drin. Ja, ein bisschen abgehoben klingt. Oh, Flex mit seinen Klicks von anderen YouTuber mit seiner, dass die mehr Abonnenten haben, aber er macht mehr Klicks. Ja, finde ich auch nicht so schlimm, Jungs. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Das Ding, was mich stört, ist, dass der über andere YouTubers redet im Livestream. Über andere Ich rede über andere YouTubers. Alter, Bratan folgt. Alter, meine Katze hat mich gerade derbe erschrocken. Ich dachte, hier ist irgendwas kaputt gegangen. Die war aber bloß an so einer Folie dran, so einer Tüte. Okay, also ich flex mit Zuschauern und sowas. Ist wild. Und YouTubers. Er findet es aber eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich mache ja Videos über andere. Das findet er nicht so nice. Warte, wir gucken nochmal, was war da vor. Mali, hör jetzt mal bitte auf. Was ist denn? Ey, willst du mich verarschen? Ey, die geht in die Tüte rein. Die will mich echt verarschen. auch nicht so schlimm, Jungs. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Das Ding, was mich stört, ist, dass der über andere YouTubers redet im YouTubers, Alter. Livestream. Über andere YouTuber redet. Ich finde, wie gesagt, wie auch Monte sagt, jeder hat eine zweite Chance verdient und auch wenn man gefaked hat, Leute, wie gesagt, jeder verdient eine zweite Chance und wenn man über Personen redet, Leute, man kann auch mit der Person selber reden und nicht über andere Videos reagieren, über sein Video reagieren, über seine Livestreams reagieren. Ich finde, man kann mit einer Person auch telefonieren. Ich weiß es nicht, Leute, aber so, ich guck mal kurz, ob hier gehen ist. Ah, nein, hier ist keiner. So, ich denke auch mal, man kann auch normal reden, so ohne Livestream oder so. Man kann gerne ein Reaction-Video machen, aber man muss die Leute nicht so einschüchtern, also nicht so runterziehen, wie er es macht. Und Ich finde es eigentlich eine einfache Sache. Solange Fake-Content unterstützt wird, solange bin ich gegen Fake-Content. So, und es ist mir egal, welches Genre das ist, ob das Fortnite ist, Brawl Stars oder ob das sonst irgendeine Scheiße ist. Ich nehme jeden, ich bin gegen jeden, der sowas unterstützt und feiert. Mali, das ist eine Tüte. Ich weiß, ihr hört es wahrscheinlich auch. Die ist gerade eine Tüte reingegangen. Die hat sich gerade in eine Tüte versteckt. Ne? Da ist so Bastelzeug drin. So, und was heißt privat reden? Also nur mal so, ich habe schon mal, glaube ich. Das war Justin, oder? Hab ich, doch, ich glaube, ich habe schon mal mit Justin Blaybeck geredet. Da kam halt nichts raus. Ich habe so das Gefühl, Justin ist einfach, entweder ist einfach nicht schlau oder der macht es halt mit Absicht. Ja, aber was soll ich dazu sagen? ja, so Warum machen Katzen das? Ich verstehe das nicht. Also, meine Katze ist extrem neugierig und die geht irgendwo rein, wo die auch manchmal auch gar nicht mehr wieder rauskommt. Ja, die springt auch irgendwo hoch, wo die dann nicht mehr wirklich runterkommt. Das ist, so ist meine Katze. auch Ja. kein Hate-Video gegen Alpha Kevin sein. Irgendwo eine Kiste, aber. Ah, hier. Ich mache So. trotzdem Video gegen dich, Bruder. Alles gut. Und ja, Alpha Kevin, schreib mir in die Kommentare, wie du es findest, wenn dich jemand so. Stell mal vor, Alpha Kevin. Du bist jetzt der Typ, der gefaked hat, zu sagen. Ich bin nicht der Typ, der gefaked hat. Warum soll ich denn der Typ sein, der gefaked hat? Ich habe noch nie eine Sache gefaked. Warum soll ich mich in die Lage hineinversetzen, Dinge zu faken? Ich bin ja voll dagegen. Ich könnte mich gar nicht in diese ganze Situation hineinversetzen, weil ich komplett dagegen bin. Was soll ich dazu sagen? Also was ist das? So jetzt, ja, setz dich doch mal in die Lage hinein, wenn du fakest. Ja, wenn du fakest, gehörst du einfach auf dieser Plattform Stell gebannt, mal vor, ja? Alpha Kevin, du bist jetzt der Typ, der gefaked hat, zu sagen. Wie würdest du dich fühlen, wenn dich Leute jetzt so haten würden? So. Ja. Verdient einfach, ja. Weißt du, wenn ich euch jetzt die ganze Zeit irgendwas erzähle, was die ganze Zeit ja gar nicht stimmt und irgendjemand exposed das, muss ich damit leben. Fertig ist. So, es ist doch offensichtlich, dass man da einer Gefahr geht, dass irgendjemand dich damit auseinandernimmt und fertig ist. Also, das ist so lost. Weißt du, ich werde nicht faken, ich werde niemals faken. Ich werde keine V-Bucks faken oder irgendwelche Verlosungen faken und sonst irgendwas. Das gibt es bei mir nicht, weil dafür spreche ich mich viel zu sehr aus. So, und deswegen muss ich mich nicht in diese Situation hineinversetzen.
Weil wenn man faked, macht man das bewusst. Und wer bewusst seine Community verarscht, der kann auch bewusst hops genommen werden. Fertig ist. Mich würde es interessieren, wie du es finden würdest, wenn du Hater hast, die dich, die Video gegen dich machen oder Livestream gegen dich machen. Also, ich würde mich das auch schon ein bisschen komisch fühlen. Deswegen kann ich auch Justin Playback verstehen. Oder, oh mein Gott, da lächelte Crack Fortnite Justin, Wo ist denn Digga. die Katze? So, hat er noch cool gehabt? Ich glaube schon. So, Justin, ich würde gerne deine Meinung Hey. interessieren, was du zu deiner Meinung sagst. Mich würde gern mal deine Meinung interessieren. Achtung, was du zu deiner Meinung sagst. Alles klar, Bruder. So, Nee, und Kill Your Skill mach ich jetzt ja, nicht, Bruder. Alles warte, ich gut, guck Mann. mal, ob hier ein Gegner ist, Leute. Wie gesagt, Leute, auch an alle anderen Leute, schreibt in die Kommentare, Leute, was ihr dazu sagt oder findet. So, ich würde mal sagen, oh, da sind Gegner, warte, ich gehe mal pushen. Nunu, ich verstehe es Ich auch glaube, da nicht. ist eine Aufgabe sogar, oder? So, und es kam auch vorhin auch ganz viele in meinen Livestream rein, weil ich weiß nicht, ob. Ich kam einfach von selber und hat geschrieben, Elio, du bist ein Faker und ja, ganz andere Sachen, aber mir war das Jay vollkommen Rose, grüß egal. dich. Ich kann auch den Livestream in der Beschreibung rein tun. So ist es, Jay Rose, so ist es. Jeder, Ja, wie da er es lege ich verdient. Lex. Jeder, wie er es verdient. Wenn jemand guten Content macht, ordentlichen Content macht, wohinter er steht, da kommt auch Leute rüber, die das auch feiern, ja. Oder da würden ja Leute auch positive Videos machen oder irgendjemand loben, ja, in Reactions. Wenn du aber Scheiße machst und das bewusst und wenn du fakest, ja, dann musst du damit rechnen, dass Leute darauf reagieren und dass sie das schlecht reden. Ja, ganz einfache Sache. Ist bei ganz vielen YouTubern so, die einfach Scheiße gemacht haben. Nein, Michael. Er guckt den Livestream hier und hat es schnell privat gemacht. Das kann tatsächlich wirklich sein. Man weiß es natürlich jetzt nicht. Nein. Stopp. Man weiß es nicht. Nein, 116 halt. Leute, er hat 4 AP. Jungs, er hat 4 AP. Jungs, ich würde aber sagen, Leute, wir sehen uns in der Lobby und ja, reden weiter dann halt, ne? So, Jungs, das war's auch mit dem Video, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, Leute, Alpha Kevin kann der neue Gerichtsanwalt werden, Leute. Der macht ja über jeden YouTuber so gesagt Videos und Livestreams. Ich weiß es nicht, Leute, auf Reaction oder so. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das findet, Leute. Alpha Kevin kann es ja auch gerne machen. Ja, Alpha Kevin hat ja auch momentan seinen Hype. Kann ich auch verstehen, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, Leute, lasst Like da, lasst ein Abo da. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten. Ja, Mann, ja, was soll ich dazu sagen? Gibt nicht viel zu sagen, also, dass ich mich nicht in die Lage von Fake-YouTubern hineinversetzen kann, da ich null hinter deren Aktionen stehe und es absolut intolerant finde. Fertig. Also, Venekatz ist wirklich, der ist geistig irgendwie völlig hinüber, ja. Also das ist jetzt mein Kommentar. Ganz stabil. Bleibt doch so.